So, herzlich willkommen hier wieder zu einer neuen Folge Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Wie ihr seht, ich bin nicht mehr alleine. Ich habe hier wieder mal menschliche Unterstützung. Nämlich, wer ist dabei? Mario! Lumafilms, genau. Genau, Lumafilms. Wir sind jetzt hier so zweit unterwegs. Haben noch zwei Plätze zu vergeben. Vielleicht demnächst. Ja, vielleicht bekommen wir noch Zuwachs, aber heute erstmal nicht. Wir werden das zu zweit erstmal jetzt bestreiten, ohne unsere drei, beziehungsweise jetzt möglichen noch zwei KI-Unterstützungstruppen. Aber das schaffen wir, denke ich, zu zweit. Dein erstes Mal heute das Spiel, ne? Ja, genau. Also ich habe schon mal einmal gespielt in der, was war das, die Alpha- oder die Beta-Phase? Vermut mal, es war die Beta. Hatte ich so ein extra Key für bekommen, weil das Spiel ja noch nirgendwo verfügbar war. Ja, genau. Und damals fand ich das Spiel irgendwie, ehrlich gesagt, scheiße, aber mittlerweile. Ja, ich find's auch jetzt mega geil gerade. Ich hab's ziemlich. Ich würde sagen, wir fahren zur ersten Mission. Die andere Mission habt ihr in den vorigen Folgen schon gesehen. Ich würde sagen, wir gehen auf die Motorräder. Ich fahre. Ich fahre das Motorrad. Und dann, so, ich geh damit umgehen. Na gut. Mario, etwas Rücksicht nehmen, beziehungsweise er kracht direkt vor mir schon weg. Wir können ja auch Offroad fahren, ne? Aber Verletzungsrisiko. Ach, scheiß drauf! Oh, du Scheiße! Ich bin auch runter! Ey, ich bin nicht runtergefallen! Hilfe! Das ist so los, ein Stein hier, Alter. Ich bin stecken geblieben, warte. Ich war woanders lang. Fahr nicht direkt zum Ziel, ne? Halt Abstand! Oh ja, das sagst du mir jetzt erst! Ja, sonst fliegst du auf, ne? Und alarmierst die Gegner. Habe jetzt einen Abstand von... Bleib mal bei 150 Metern stehen, spätestens. Da sollten wir uns vorher treffen, nämlich. Und erstmal auskundschaften der Drohne. Wow. Das war, glaube ich, nicht das Beste. So, 140. Komm zu dir. Ich bin noch nicht aufgeflogen. So, du hast Nahkampf, ne? Ja. Gut. Ich würde sagen, wir beide nehmen die Drohne und kundschaften erstmal aus, ja? Wie lange bleiben denn die Ziele markiert? Ewig. Also solange wir die Mission nicht verkacken. Oh, geil. Genau. Ja, dann geht's los. Setze Drohne ein. Unterwegs. Ja, super. Zivilbevölkerung wird nicht markiert. Musst du wissen, ne? Ich muss etwas näher ran. Ich habe einen markiert. Wie markiere ich denn überhaupt? Ah, wird automatisch markiert. Ah, okay, wird automatisch. Ja, meine Drohne ist jetzt gerade abgekackt. Wir müssen ein bisschen näher dran. Ich habe nur einen Gegner markiert. Ja, ich auch. Lass mal hier in die Scheune. Kann man hier springen? Ja, Space-Taste beim Laufen. Geht nur beim Laufen. Das habe ich hier noch nicht raus an meinem Controller. Kommt bestimmt noch. Ich habe einen Feind direkt im Sichtfeld, zwei Feinde. Bist du bereit? Ich flieg mal los mit der Drohne. Flieg du mal los, ich sehe zwei Feinde, markieren wir mal den anderen noch. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Hast du markiert, ja. Ziel Nummer 3. Okay, alle drei im Sicht. Sind das nur drei? Ich weiß es nicht, es können auch mehr sein. Ich sehe drei aktuell nur. Das Problem ist, müsste noch ein Ticken näher ran. Nein, kannst du nicht. Die sind hier direkt an der Brücke. Ja, meine Drohne kackt hier auch ab. Ja, bis jetzt sind... Ah, nee, da hinten. Nee, da sind noch zwei. Ja, hab's markiert. Ich würde sagen, wir öffnen das Feuer, okay? Du bleibst... Oder warte mal. Ja, du kannst ein bisschen näher ran. Geil. Du bist im Nahkampf und ich im Moment Sniper. Okay, einer kommt auf 100 Meter, 90 Meter nahe dran zu mir. Sag, wenn du bereit bist. Schalldämpfer irgendwo? Nee, ich bin normalerweise schon drauf. Okay, der hat mich gesehen, ich muss Feuer öffnen. Ja, schieß. Hab nicht getroffen. Bin so dumm, ne? Eröffne das Feuer von der Seite. Gringo, sich
Wir sind schon dabei, Alter. Hab einen. Jetzt hat er mich. Scheißdreck. Jetzt besser gepanzert, Chuck. Hab zwei. Hab Ziel zwei. Hast du noch was? Erwischt. Da ist noch einer nicht markiert. Drittes Ziel. Treffe nicht diesmal. Tango getroffen. Okay, der ist hinterm Hindernis. Ich treffe ihn nicht. Kannst du vorrücken? Ja. Drück vor. Hab ihn. Da ist noch einer. Ja. Kriegst du den? Der kommt vor. Der öffnet das Feuer auf mich. Hast du ihn? Ist es safe? Also ich sehe keine markierten Ziele, aber... Ja, muss ja nichts heißen. Komm, wir gehen in die Scheune. Das Ziel ist in der Scheune hinter dir gewesen. Oh. Ja, weiß markiert, siehst du es? Nee. Achso, auf der links. Ja doch, jetzt ist. Hier sind Dokumente, die wir brauchen. Ich untersuche die mal gerade. Kannst du die auch untersuchen? Ja. Dann kannst du auch Punkte aber, bekommen. Nee, jetzt nicht. Wenn du das machst, kann ich das nicht machen. So. Wellenoperation. Nehmen wir mal. Müssen wir aber mal ich ganz weiß kurz von einem Kartellsender. Weg damit. Ich weiß, wo eine inaktive Sendeanlage der Rebellen steht. Fahren wir hin und schalten sie ein. Aber mit 100 das muss man ihm lassen. Gib ihm den Finger und er nimmt die Hand. Wenn er uns zu Judy und Polito bringt, ist es das wert. Mist. Punkte bekommen. Wir lassen die Rebellen wissen, wo Moment. Sie den Nachschub finden. Sie können uns später danken. So. Nee, ich kann es nicht mehr untersuchen. Ja, das ist schade. Einführung Rebellen. Aber, was kann ich jetzt hier machen? Rebellen siehst du hier Munition? Dass du hier Munition Moment, ich hab hier gerade so ein anderes Fenster offen. Rebellen sind Verbündete, die ihnen im Kampf helfen. Rebellenoperationen schalten Unterstützungsfertigkeiten frei und lokalisieren sie Rebellenoperationen auf der Taktikkarte. Oder können sie es ausbezeichnen? Okay. Nahrungspakete, 100 Punkte. Jetzt bin ich wieder da. Hier, geh mal rein. Hier ist Munition, kannst du was drücken? Geht es? Ja, kannst du auffüllen, ne? Muss ich, wechselt das komplett alles auf oder? Ja, okay, wechselt. Sollte. Sie, ist hier bei dir noch eine Option? Bei mir jetzt nicht mehr, bei mir eben? Nein. Okay, das ist doof. Na gut, das war's aber jetzt hier, ne? Okay. Wir können erstmal zur nächsten Mission. Ich will mal gerade gucken, ob man den Traktor fahren kann. Das geht. Als ob. So, auf Wiedersehen. Ich kann nicht drauf. Oh doch, warte, ich kann. Warte, bleib. Damit zur nächsten Mission, die ist nur 2 Kilometer entfernt. Na, nein. Lass hier den Jeep nehmen. Nein, Mann. Hast du auch Radio? Ja, hab ich angemacht. Wir brauchen Ewigkeiten, ne? Egal, wir haben Zeit. Alter, es war lahm. Boah, ist dein Ernst jetzt? Was ist da noch da weit oben? Ja. Warte, wir holen uns den Wagen. Nur nicht töten, ne? Nur überfallen. Ja. Wir sind Regierungstruppen, ne? Ja, wir dürfen. Ja. Solange wir die nur überfallen, ist okay. Ja, klauen dürfen wir. Und nicht töten. Muss aufpassen, ihr könnt ab und zu auch Kartell Mitglieder sein, ne? Oh, Alter! Ich hing ja noch aus dem Auto raus. Scheiße. Ich komme mit dem Fahren noch nicht so ganz klar. Ja, ich dachte, ich könnte abkürzen. Alter, ist der Wagen im Arsch. Boah, so scharf, guck. Also, ich fahre. Große Freude stelle ich euch unter den Heiligen des.
Bei Wing Patrol ist das relativ, ist das viel einfacher. Ja, zu fahren und fliegen ist einfacher, das stimmt. Aber schießen nicht. Oh, ja, also, drücken Sie Egal, fahr weiter. Wir können sie umgehen oder sie frontal angreifen. Oh, da kann ich jetzt nichts für das tun. Nee, egal, fahr weiter. Ist halt ein Unfall gewesen, ne? Man hat gesehen, die ist mir vor das Auto geschossen. Ich hab auch Video, ne? Hey, pass auf! Ja, was denn? Was war da denn? Hä, war da was? Video oder so? Du fährst schon so wie eine. Naja, egal. Hey, ich hab weniger Unfälle gebraucht. Oh nein. Frag mich, ob wir hier driften können. Pass auf, wir sind gleich da, ne? Hier sollten wir raus. Vor allem mitten auf der Straße. Fällt nicht auf. Komm, da ist einer schon auf. Dieses rote auf der Minimap. Ja. Dann hat einer uns entdeckt und denkt, was machen die denn? Verstehst du? Geh mal kurz mit der Drohne. Ich schicke eine Drohne. Mach das. Zweites Ziel da drüben. Ach, das sind Personen direkt hier in der Straße. Verstehe. Die Drohne ist oben. Ja, die haben auch Waffen gehabt. Suchen jetzt gerade. Ja, die haben uns gemerkt, dass wir in der Umgebung sind. Aber es scheinen wohl nur die drei zu sein. Drei? Zwei. Die dürfen jetzt gleich in den Sniper-Visier kommen. Oh, ich bin bereit, ne? Ach du. Sag vielleicht, wenn du das Feuer öffnest. Der Tango ist hin. Hä? Ist das schon alles erledigt? Aber das eigentliche Ziel ist weiter oben. Oh. Okay. Ja, beim nächsten Mal sage ich Bescheid. Hier sind Gegner, hier sind mehrere. Drohnst du oder drohne ich? Ich drohne gerade. Ne, das sind Zivilbevölkerung, ist das. Hä? Ich sehe keine Gegner. Das ist alles zivil. Ich, oh, ich bin immer falsch. Wir gehen hin. Nicht schießen, das ist Zivilbevölkerung. Ich gehe hin. Ja? Eingraben. Das Kartell greift hier massiv an, sobald die Übertragung beginnt. Kannst du einfach so in der Luft springen? Geht das? Nein, nur beim Laufen. Ah, okay. Ich starte jetzt den Sender, pass auf. Ja, laufen und springen wir dabei gleich. Nee, geht nicht, nur beim Klettern. Okay, die Gegner kommen, wir müssen den Sender beschützen. Pass auf, die kommen von drei Seiten, ne, zwei Seiten per Auto, siehst du ja. Pass auf. Wir müssen 1 Minute 30 noch verteidigen. Die kommen von mehreren Seiten. Oh, das war ein Zivilist. Ups. Mario? Ja. Das war erst auf dem Versehen. Noch zwei Autos. Wow. Sniper. Den hast du. Fuck. Man kann einmal im Gefecht wiederbelebt werden, ne? Nur zur Info. Okay. Das heißt, falls einer von uns fällt. Bumm. Da sind noch zwei Gegner trotzdem, obwohl wir haben es geschafft. Ja. Nee. Nein, fehlgeschlagen. Was haben die denn gemacht? Ach, ist das Ding vielleicht in die Luft gegangen und haben dabei einen Zivilisten getötet? Hä? Ich verstehe nicht, warum das Ding zerstört wurden. Wie? Vielleicht hätten wir auch einfach, Also, ja. Wir müssen das nochmal machen, ne? Geh diesmal noch näher an den Sender mal ran. Geh du mal an den Sender und bring den dran. Starte den Sender mal. Von wem wurde ich denn jetzt gesehen? Auto hinter uns! Feindliches Auto, jetzt schon.
von zwei Seiten. Verfickte Scheiße! Ja, gut. Da ist noch einer. Bist du tot? Nee, ne? Ja. Oh. Hey, warum bist du jetzt hier helfen und ablehnen? Okay. Egal. Ich stehe ein bisschen gerade unter. Scheiße. Sind zu viele Gegner gerade. Okay. Ich hab's nicht geschafft, da waren so viele Gegner, ne? Ja. Und alle guten Dinge sind? Also es gibt anscheinend nochmal Typen, die wahrscheinlich nochmal die Umgebung dort bewachen. Ja, genau, die fahren ab und zu rum. Und wenn die uns sehen, natürlich mit Waffen, schöpfen die erstmal Verdacht, ne? Ja. Und aber ziemlich schnell wird aus dem Verdacht, wenn wir immer noch da sind mit Waffen, ja, ja, Gefahr. Jetzt? Dann sind wir aufgeflogen nach der nach dem Verdacht. Okay, es geht jetzt wieder los. Aber wir sind ganz woanders, kann das sein? Ja. WTF. Kann ich bei dir hinten aufsteigen? Ich hoffe, wir haben genug Benzin. Sieht nicht danach aus. Nein. Okay. Ich nehme das Motorrad. Dann let's go. Ja, wo müssen wir denn jetzt hin? Ich hab markiert, oder nicht? Achso, ja, doch da. Pass auf, da ist ein Gegner auf der Minimap markiert. Ja, dann warte, bevor die runterfahren. Okay, wir fahren nämlich geradeaus, ja, dann können wir jetzt unbesorgt weiter. Wie, hältst du jetzt auch noch an der Straße? Hab ich doch gar nicht. Sah auf der Minimap kurz so aus. Oh. Okay. Der Quell fällt ein, ne? Ja, mit Motorrädern doch, oder nicht? Oh. Ich bin voll in Felsen rein. Ich bin dadurch noch nicht gestorben. Aber ich weiß nicht. Kommen wir da lang oder müssen wir da irgendwo... Ich weiß nicht, ob da ein Fluss ist. Das sieht danach aus. Nee. Doch. Hier ist nur ein Bachlauf, kann man durchfahren. Ja. Wow, übersprungen. Warum sind wir so weit weg davon? Keine Ahnung, das Spiel will uns gerade, glaube ich, trollen. Ja, das ist das, was ich hier auch nicht so geil finde jetzt. Hast du überall so mega die Hindernisse? Ja, du kannst halt auch Straße fahren, ne? Ja, das ist die perfekte Alternative dazu. Du fährst aber auch mit 5000 Euro. Ja, oder später kannst du halt auch einen Hubschrauber anfordern, ne? Das ist geil. Ja, aber erst später. Wow, fällt uns. Apropos Helikopter, da ist einer markiert, ne? Ja, aber was heißt markiert? Ich weiß nicht, was das heißt. Wo den noch vom Spiel holen muss. Der steht ja auf dem Flugplatz. Echt jetzt? Ja. Ja, dann holen wir den. Weißt du nicht, ob wir hier irgendwie sind oder da jetzt mal rein. Bei mir sind Gegner. Bei mir sind Gegner. Die haben nur Verdacht. Ich mach das, ich fliege. Ich komme. Bleib noch am Boden, weil, ich mach noch einen kurzen Cut. Ich mach noch einen kurzen Cut, wenn wir in der Luft sind. Flieg mal hoch. Flieg mal schon mal ein Stück. So, und dann würde ich sagen, machen wir hier einen kurzen Cut und sehen uns in der nächsten Folge wieder hier bei Ghost Recon Wildlands. Genau. Bis zur nächsten Folge. We'll be right back.